Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück beim großen Preis von Spa und meiner 80er WM im Klassikmodus. Unglaublich, Spa Francorchamps. Ja, was soll ich sagen, es ist eine absolut krasse Strecke mit, ich sag mal, hauptsächlich schnellen Kurven. Deshalb werden wir so ein bisschen, also hauptsächlich schnellen Passagen und so weiter. Deshalb werden wir das Auto ein bisschen schneller einstellen, also von der Endgeschwindigkeit her. Allerdings ist eine gute Frage hier. Ich glaube, ich gehe auf maximale Endgeschwindigkeit, weil es hauptsächlich ziemlich lange Geraden gibt. Und die paar Kurven, die es gibt, die fahren wir eben einfach langsamer. So, ich bin mal gespannt, ob das Ganze gut geht. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt auch völlig in den Sand setze, aber das würde mich dann doch schon ein bisschen wundern, weil die Strecke hier sollte ich kennen eigentlich. Okay, das hat er gewertet als gefahren. Finde ich geil. Und hinter uns Schumacher kommt schneller auf. Der hat eine höhere Endgeschwindigkeit. Wow, da bricht mir das Auto aus. Ja, das hat irgendwie was, ich weiß auch nicht. Das hat schon etwas komisches Fahrfeeling hier. Auf der einen Seite fährt er sich ein bisschen besser wie ein Ketterhemd, auf der anderen Seite rutscht er hier durch die Gegend. Das ist schon krass. Alter Falter, wie der uns da vorne abhängt. Aber der liegt verdammt gut. Also ich meine, wenn ich einlenke, der hat Grip auf der Vorderachse. So, und da war es das mit Grip. Ah, Scheibenkleister. Ja. Das hat viel Zeit gekostet, der Ausrutscher. Und der buxiert uns auf Platz 8. Hätten wir diesen Fahrfehler nicht gehabt, hätten wir ziemlich weit vorne gestanden. Ich hoffe, im Rennen machen wir uns da ein bisschen besser. Ist jetzt blöd gelaufen, ne? Ich hätte früher bremsen müssen, ich weiß das, aber oh Gott. Hinterher ist man ja immer schlauer. So, wir gehen direkt rein ins Rennen. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ach du Schande, das ist Nadine ja ernst. Machen die da ein Regenrennen draus? Haben die einen Schuss? Ein Regenrennen in Spa-Francorchamps mit diesen Seifenkisten. Das kann nur einen Spaß geben. Ich glaube, da ist mal schon einer hinten reingefahren eben. So, da rutschen einige nach draußen. Wir können uns hier ganz gut positionieren, aber eigentlich ist das hier Blindflug. Ich bleib einfach auf dem Gas mehr oder weniger kleben. Sag mal, der drückt mich da fast aufs Gras raus. So, im Prinzip machen wir hier Blindflug und versuchen einfach nur das Auto auf der Strecke zu halten.
Ich habe den Eindruck, es wird ständig nässer, nässer und nässer. So, hier sind wir rausgerutscht. Innen geht Berger vorbei. Fährt sich im Prinzip gerade im Moment irgendwie wie im Trocknen. Na, nicht ganz. Fährt sich aber, na. Also es fährt sich eigentlich ganz gut dafür, dass wir Regen haben. Es fährt sich so ein bisschen wie im Trocknen. Allerdings mit einer schlechteren Sicht. Also das heißt, mich behindert das schon sehr, oder mich stört schon sehr, dass hier so viele Wassertropfen auf dem Bildschirm sind. Die lenken so ein bisschen von Bremspunkten, Einlenkpunkten und so weiter ab. So, wer ist denn da hinter uns? Ich kann es nicht sehen. So, hinter uns ist Hill, okay. So, volle Kanne hier durchgebrettert. Wir haben hier wirklich eine Topspeed im Gegensatz zu den anderen, sogar im Regen. Wie war das im Regen? Die Curbs meiden, interessiert mich auch nicht, weil irgendwie sind die gar nicht so rutschig. Jetzt vielleicht den hier nicht unbedingt mitnehmen, aber ansonsten. Bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen im Endeffekt. Oh, da rutsche ich schon wieder raus. Ja, die Kurve hier, die ist echt übel im Nassen. Wie gesagt, mich irritiert auch das Wasser auf dem Bildschirm. Also das, also auf der sogenannten Frontscheibe hier in dem Moment, auf der Kamerasicht. Weil ich sehe irendwie, also, ich weiß nicht. Also ich meine, ihr seht das ja selbst, mich irritiert das einfach, dass da Punkte sind. Und dass da einer sozusagen direkt vor mir im Blickfeld gleich zwei fette Punkte sind, die möchte ich gerade wegwischen. Weil sie mich, die Einlenkpunkte nicht richtig sehen lassen. So, wir kämpfen, um da vielleicht wieder ein bisschen ranzukommen. Und trotzdem noch schnell genug zu sein, nicht abzufliegen. Versuchen Fahrfehler zu vermeiden, zu verhindern, um so vielleicht doch noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Ja, voll abgekürzt. Keine Strafe, auch cool. Dass der das überhaupt mitgemacht hat, dass es den da nicht ausgehoben hat, wundert mich jetzt echt. Du hast 3 Sekunden Rückstand auf deinem Vordermann. 3 Sekunden. Uah. Gerade noch der Wand ausweichen können. So, jetzt fängt das Auto wieder typisch. So. Nach 3 Runden fängt das Auto jetzt wieder typisch für diesen Modus an, total schwammig zu werden. Ja, guckt euch das mal an, ey. Das eben bin ich da noch durchgefahren, als würde ich auf Schienen fahren. Jetzt bin ich hier nur am Rutschen. Runterschalten tut er nicht mehr. Von uns sitzt einer im Nacken, auch typisch für diese Phase, der mir Stress bereitet und mich versucht, den Fehler zu treiben und dann zickt das Auto noch rum. Ne? Das kann man natürlich immer super gebrauchen. Das, da frage ich mich dann doch schon mal, ob das nicht irgendwie sowas mit Absicht
da reinprogrammiert wurde. Weil die ganze Zeit hat er doch auch einen super Grip gehabt, hat mich schön nach vorne getrieben und hat nicht so da rumgezickt wie jetzt. Da schaltet er wieder nicht runter, komme ich natürlich nicht in den ersten Gang. Kommt deshalb ein bisschen leichter oder schwerer raus hier beim Rausbeschleunigen, muss ich per Hand wieder runterschalten. Das nervt einfach so ein bisschen. So, auf der Geraden hier sind wir richtig schnell. Wenn wir die Geschwindigkeit mal schön mitnehmen könnten hier, wäre super. Aber irgendwie, da treten wir durch im zweiten Gang. Komm, geh rum. So, da habe ich jetzt im Prinzip zu lange auf der Bremse gestanden, bis er runtergeschaltet hat, was natürlich auch nicht so wirklich sinnvoll war. Runterschalten und rollen lassen wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich habe den Eindruck, der Regen wird stärker. Also, ich weiß halt auch nicht. Irgendwie die Strecke, die ist nass. Ich habe das Gefühl, ich rutsche immer mehr. Ah Mann, ja, vor mir, die kann ich ja sehen, die kann ich förmlich riechen, aber ich komme nicht näher. Weil er ganz schlecht wieder raus beschleunigt. Wow. Da guckt man mal kurz in den Spiegel. Wann hat die Boxenmauer geknutscht? Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Gerade noch fangen können, da ist nämlich schon wieder ins Rutschen gekommen, der hat schon wieder so in die andere Richtung gerutscht. Ja, ich bin jetzt gerade am Kämpfen gegen die hinter mir, weil dieses Auto sich gerade wieder ein bisschen seltsam anfühlt. Ich hasse das, immer in der letzten Runde, immer wenn es dann darum geht, die bezogene Position zu verteidigen, dann wird die Konkurrenz stärker und das eigene Auto baut massivst ab. Irgendwie ist das ein bisschen witzlos, aber gut. Genau wie jetzt hier. Wann bin ich immer da so rausgerutscht, wenn ich so eingelenkt habe? Nicht ein einziges Mal. Und diesmal klappt es nicht. Da holper ich da voll über den Körb. Ist ja schön, dass hier wenigstens Anbremsen funktioniert, aber auch stärker wie die letzten Male zuvor. Weshalb ich hier so langsam bin und jetzt beim Rausbeschleunigen drehen die Räder wieder durch. Also so wirklich happy bin ich mit dem Auto meistens in der letzten Runde nie. Aber immerhin 6. 2 Plätze gewonnen und die Rundenzeit von 2 Minuten im Regen geht eigentlich auch. Wir sind direkt hinterm Teamkollegen reingekommen und vorne die Ferraris und Team Lotus 98D, die waren hier richtig gut unterwegs. Die Williams hatten hier Probleme, alle miteinander. Das ist eine Strecke, die denen wohl nicht so sehr liegt. So, in der Fahrerwertung, dummerweise Andretti und Fittipaldi entsprechend weit weg. Das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt.
Ich hatte ja gesagt, ich mache immer zwei Rennen, glaube ich, hatte ich gesagt, oder? Hatte ich gesagt? Weiß nicht, gibt's noch eins? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich auch, wir wären jetzt in Hockenheim unterwegs, aber da waren wir schon, fällt mir gerade ein. Es ist wirklich, es ist so ein, ach Quatsch, Nürburgring, Entschuldigung, Hockenheim ist ja gar nicht dabei. Ah, Monza, na supi. Ja, komm, Monza fahren wir auch noch. Die Strecke kennen wir auch eigentlich ganz gut. Ist ein absoluter Hochgeschwindigkeitskurs, allerdings so Hochgeschwindigkeit wie er mal war, ist er auch nicht mehr. Und deshalb gehen wir hier wieder auf das hier, mein Wohlfühl-Setup. Und das mir dann noch so viel Grip bietet, dass ich ja zumindest nicht in Kurven abfliegen sollte. So, erstmal auf Fett schalten. Alter, wie geht denn der Andretti da vor uns ab? So, da bin ich ein bisschen ängstlich. So, Menzel. Ja, ich bin ein bisschen ängstlich auf der Bremse hier in manchen Kurven. So, also ich weiß im Prinzip, weiß ich, wie ich hier diese Strecke fahren muss. In der Seifenkiste hier allerdings bin ich die noch nie gefahren. Und entsprechend rutsche ich auch hier direkt, weil ich den fahre wie ein modernes Formel 1 Auto. So, jetzt komm, hol auf, gib alles, Mann. So langsam bin ich da jetzt auch nicht. Tja, irgendwie hat er uns abgehangen. Und ist der Meinung, mit Platz 7 sollten wir uns freuen. Also tun wir das. In Williams haben wir geschlagen, die 98 T-Modelle stehen schon wieder vor uns. Keine Ahnung warum. Die sind extrem stark hinten raus. Kann nur daran liegen, dass denen die Strecken ein bisschen besser liegen. So, wir haben hier alles eingestellt, was wir einstellen wollten. Ich würde sagen, wir gehen dann noch direkt ins Rennen. Schumacher schon wieder die Pole Position, unglaublich. Der gewinnt aber auch echt alles. Also dem sein Teamkollege müssten wir sein hier. Und dann versuchen ihn zu schlagen. Da hätten wir wahrscheinlich mehr Erfolg wie in dem Lotus. So, warum gebe ich so Gas hier am Start? Weil ich am besten beschleunigt, wenn ich ein bisschen fallende Drehzahl habe. Ja, und schon da haut der Start, haut da besser hin, ohne Scheiß. Auch wenn jetzt von hinten die Williams da ranziehen. Ja, fahr mal rüber, fahr mir mal voll vors Auto. So, ein bisschen fettes Gemisch, dass wir uns hier mal absetzen können. Nicht lang, nur für kurze Zeit. Wow. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, ich konnte die Kollision verhindern. Boah, Auto, brech mir nicht so aus. So, wieder auf Standardgemisch. Jetzt heißt hier Kampf gegen den eigenen Teamkollegen, der scheinbar schneller unterwegs ist. Was ich nicht, boah, schön abgekürzt. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum der schneller unterwegs ist mit dem gleichen Auto. So, jetzt kommen wir hier vorne schön auf Menzel. Tja, da drehen mir die Räder durch bei 150 Sachen im vierten Gang. Oder so, keine Ahnung. Oder bei fast 200 Sachen. Drehen mir da die Räder durch, finde ich berauschend.
denen ihr Räder scheinen auch durchzudrehen, aber trotzdem haben sie mehr Grip als wir, die hinter denen fahren. Von hier im Topspeed kommen wir auch. Die fahren scheinbar mit mehr Flügel. So, da schön vorbeigebremst, hängen wir auf Platz 4 hinter Fittipaldi. Menzel hat es scheinbar bös ausgebremst hinter uns. Der hat Mordsboden verloren, nachdem wir ihn überholt haben. Aber berührt habe ich ihn nicht, das hatte ich gemerkt am Auto. Der Kollege vor uns ist hier auch schon gerutscht. Ist interessant, der liegt nämlich auf 3 und die Ferraris, die sind vorne schon auf und davon. Das ist mal ein Wahnsinnsrennen hier. Ja, wenn wir nur an den rankämen. So, da hätte ich ihn beinahe wieder verloren, deshalb konnte ich nicht aufs Gas gehen. Ich komme nicht wirklich gut momentan durch die Kurven. Kann mich langsam dran gewöhnen, dass Platz 3 wohl das Maximum, Platz 4 wohl das Maximum sein wird. Entschuldigung. Wir sind in Runde 3. Wow! Da hat es mich völlig zerrobbt. Tja, ich gebe hier alles. Die anderen fahren Bestzeit nach Bestzeit. Hängen mich hier brutalst ab. Mal schauen, ob wir es noch schaffen, da irgendwie dran zu kommen. Uiuiui. Oh nein! Ja, Leute! Ich will doch nur rumlenken. Irgendeinen hat's erwischt. Oh Mann, ey, das ist das Auto aber auch immer. Ey, berührt ein bisschen das Kiesbett, die Karre, und schon dreht sie sich. Und die KI, stumpfsinnig wie sie ist, fahren alle in mein Auto rein. Und bei einem hat es das Rad abgerissen, der ist raus. Deshalb sind wir 7. und nicht 8. Das ist das, was ich meine mit Handling. Das Auto macht auf einmal schlagartig eben ab Runde 3, 4 ungefähr. Fängt das Auto an, nicht mehr so zu reagieren wie den Runden zuvor. Und das, was vorher smoothie geklappt hat, wird auf einmal zum Ritt hier auf Messers Schneider und ja, zerlegt mich dann. Ja, da haben wir natürlich Mordszeit verloren. Wenn du quer auf der Fahrbahn stehst, kriegst die Karre nicht rum und dir fährt also ein anderer ins Auto. Und da wirst du kaum Zeit gewinnen, gehe ich mal von aus. Ja, genau wie hier. Genau wie hier. Guckt euch das mal an, wie das Auto rutscht. Ich fahre die genauso an die Stelle wie in der Runde zuvor. Vom Bremsen her und alles. Und es macht einfach nicht, was ich will, das Auto. Weil die Räder so ein bisschen angekratzt sind.
Ja, hier. Da hat es uns zerlegt, weil ich einfach über den Körper rausgekommen bin. Jetzt bin ich langsamer unterwegs gewesen. Mitarbeiter verloren. Wie willst du denn da Rennen fahren, wenn das Auto die ganze Zeit droht, komplett abzubiegen, wenn du das Gas berührst? Bleib hier auf der Fahrbahn. Hier, der bricht mir im Einlenken unter Vollgas. Bei 250 Sachen in den Kurven bricht er mir einfach aus. Der will einfach rumgehen hinten. Und ich gebe nicht mal richtig Vollgas. Das ist Halbgas oder so, was ich da gegeben habe. Ja, es war ein Rennen zum Vergessen. Wir lagen so gut, dann Fahrfehler, dann stehen wir da quer, da fahren die da alle in uns rein. Da können wir noch froh sein, dass uns kein Rad gekostet hat oder so. Ja, did not finish. Andretti hat es irgendwo zerlegt, der ist irgendeinem so dappig aufs Auto gefahren, dass es ihn komplett zerrobbt hat. Wir haben noch ein paar Pünktchen gesammelt. Vielleicht hilft es uns in der WM. Nicht wirklich. Wir sind an 9 Punkte. 9 Punkte fehlen uns noch, dann haben wir Andretti. Naja, was willst du machen? Wir kämpfen uns hier weiter durch. Ich habe halt scheinbar das falsche Auto gewählt. Und die letzten beiden Runden, das ist immer so ein Ritt. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt, dass immer am Anfang ist das Auto sehr, sehr stabil. Fährt super um die Kurven. Man gewöhnt sich an so einen Rhythmus. Man ist gerade dabei, in einen Rhythmus zu kommen. In dem Moment ist der Rhythmus falsch, weil das Auto mehr rutscht und versucht, hinten rumzugehen. Und es ist dann irgendwie ein Wahnsinnsfight, den man sich da gibt mit dem Auto. Und manchmal gewinnt das Auto, manchmal verliere ich. Und es ist schwer hier zu gewinnen, gegen die Karre und gegen sich selbst. Das sind die beiden Faktoren, die uns hier ausbremsen. Ich meine, das ist unser Teamkollege, der schafft es ja auch auf 5. Also sollten wir eigentlich auf 4 oder auf 6 landen können. Oder zumindest auf 5 sollten wir landen können. Wir schaffen es aber komischerweise nie. Naja, wie auch immer, ich sag an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotz meiner echt üblen Fahrkünste ein bisschen Spaß gemacht, dem Ganzen hier zu folgen. Ich hätte ganz gern nochmal irgendwann ein Podiumsfinish, aber ich glaube, mit dem Auto kann ich froh sein, wenn ich es schaffe, unter die Top 6 zu fahren, ohne Witz. Und mit so einem Fahrfehler eben 8er. Bin schon froh, dass ich nicht Letzter bin. Also nee, Quatsch, nicht 8er, das ist ja die Team-WM, Fahrer-WM meine ich. Aber wie gesagt, das ist, also ich versuch's immer wieder. Ich würde ganz gern mal wieder auf dem Treppchen stehen oder so mit dem Auto, aber das ist so schwer. Kein Plan. Aber ich habe noch was vor, wenn das hier rum ist. Da bin ich mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Wird dann zwar keine 13 Rennen sein, denke ich, aber vielleicht ist das sogar dann mal so seit langer Zeit so ein Lichtblick am Horizont von F1 2013 für mich. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich sage an der Stelle erstmal danke, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr klickt beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.